Der wird diese Aufgabe bestimmt gut erfüllen. Er war ein ausgezeichneter Student. Ich habe es bedauert, als er mit Robotologie aufgehört hat, um Astronaut zu werden. Er muss jetzt jeden Augenblick ankommen. Schönen guten Tag. Zeit für ein kleines Nickerchen. Schlaf gut, mein Freund. Hey, bleib sofort stehen, sonst muss ich dir den Weg abschneiden. Alles klar? Gut. Cutman, Gutsman, fangt an aufzulaufen. Mit dem größten Vergnügen, Crystal Man. Hallo, Daddy! Viel Glück und vergiss nicht, mich vom Mond aus anzurufen, Daddy. Daddy? Was ist denn los mit dir, Tina? Es war irgendwie komisch. Mein Vater hat kein Wort gesagt. Wahrscheinlich ist er nur ein bisschen nervös. Nein, so etwas sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Ich verstehe das einfach nicht. Bleib ganz ruhig, Tina. Ich werde mal nachsehen. Tina hat recht gehabt. Wir starten in einer Minute. Bitte das Startfeld räumen. Ich muss den Start aufhalten. Nein, wir werden dich aufhalten, blauer Blödmann. Achtung, Mega Man, dein Countdown läuft. 3, 2, 1. Gott sei Dank bin ich stabiler gebaut als dieser blöde Robocop. Noch 10 Sekunden bis zur Zündung. Ich verzieh mich besser. Noch 5 Sekunden. Mega Man steckt in Schwierigkeiten. So, Brüderchen, gleich drücke ich auf den Startknopf. Ich hab mir schon immer gewünscht, dich bei lebendigem Leib zu grillen. Tu dir keinen Zwang an, Protoman. Jetzt aber schnell, sonst ende ich noch als Schmelzkäse. Start. Mega Man, ist alles in Ordnung? Ja, aber Dr. Wily und seine Blechganoven haben Tinas Vater und die anderen Astronauten im Shuttle entführt. Hey, wo ist Tina? Sie ist eben noch hier gewesen. Wir haben jetzt keine Zeit, sie zu suchen. Wir müssen zur Bodenstation. Beeilt euch!
Dr. Wily hat das Raumschiff jetzt unter Kontrolle. Aber was er wirklich will, wissen wir nicht. Ich befürchte, ich schon, Dr. Light. Die ursprüngliche Aufgabe des Raumschiffs war es, die Linse unseres neuen Supersolarlasers von der Raumstation, wo sie gebaut wurde, auf den Mond zu bringen. Dann weiß ich, was Dr. Wily vorhat und wie wir ihn kriegen. So, jetzt müsste es funktionieren. Cool, ich wollte schon immer ein paar tausend PS im Rucksack haben. Gütiges Elektron, pass bloß auf, Megaman, die Dinge haben ein paar Millionen PS. Umso besser. Achtung, ich hebe ab. In 5 Minuten werden wir die Raumstation erreicht haben. Bereite alles vor. Ich werde den anderen Bescheid sagen. Wird sofort erledigt. Sie können sich auf mich verlassen. Gewonnen! Und das nächste Mal werdet ihr noch schlechter abschneiden. Hey! Wenn ich was abschneide, schneide ich es gut ab. Aber hört auf zu spielen. Wir können jeden Moment bei der Raumstation sein. Wozu brauchen wir das riesige Glasteil eigentlich, das wir klauen sollen, Dr. Wily? Dieses riesige Glasteil ist eine Superlinse für den stärksten Solarlaser der ganzen Welt. Der Laser steht bereits auf der Mondoberfläche. Und wenn wir die Superlinse einsetzen, werde ich den Vereinten Nationen ein Angebot machen, das sie nicht zurückweisen können. Wir werden jeden Augenblick an der Raumstation andocken. Ich erwarte äußersten Einsatz von euch. Hier Bodenkontrolle an Raumstation 1. Hören Sie uns? Hier Raumstation 1. Wir hören Bodenkontrolle. Dr. Wily ist es gelungen, das Raumschiff zu entführen. Er befindet sich auf dem Weg zu Ihnen. Wir befürchten, er ist hinter der Supersolarlinse her. Danke, Bodenkontrolle. Wir werden ihn dementsprechend empfangen. Achtung, hier spricht der Commander. Alle Mann zur Verteidigung bereit machen. Das ist keine Übung. Raumschiff, Bombenklappen öffnen. Hallo, ihr leeren Weltraumkonservendosen. Macht euch bereit. Hier komme ich. Diese Weltraumstation gehört jetzt Dr. Wily, ihr verrosteten Blecheimer! Und er will euch hier nicht mehr sehen, also ab auf die Schrotthalde! Aufgepasst! Ihr Schrottköpfe werdet jetzt alle die Raumstation verlassen! Sofort! Könnte es sein, dass ich mich nicht kristallklar ausgedrückt habe? Schlechter Wurf, alter Kristallkumpel. Wir liegen genau im Zeitplan. Da kommt Wily. Mir nach. Abgesperrt. Gutsman, hast du den Schlüssel? Aber natürlich, Dr. Wily. Was für eine Augenweide. Die Supersolarlinse. Wenn wir sie erst zum Mond gebracht und im Superlaser installiert haben, wird die ganze Welt auf mein Kommando hören. Don't go away. We'll be right back after these messages. We now return to Mega Man. Bringt die Linse ins Raumschiff. Wird sofort erledigt. Aua! Was war denn das? Sie ist durch ein Kraftfeld geschützt. Und das wird von diesem Computer kontrolliert. Er zerstört die Linse, wenn sie jemand entfernt, ohne den richtigen Code einzugeben. Tja, Dr. Wily, ich schätze, wir können wieder nach Hause fahren. Nein, wir fahren noch lange nicht nach Hause, Protoman. Captain, bringen wir sofort die Astronauten her.
Verkabelt nochmal. Wily ist schon drin. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät. Beeil dich, Tina. Ich hab's gleich geschafft, Daddy. Na los, ihr zwei. Kommt sofort mit. Guten Tag, meine Herren. Sagen Sie mir den Code für das Kraftfeld. Sie können doch nicht im Ernst glauben, dass wir Ihnen den verraten. Oh doch, das glaube ich allerdings. Ich bin mir sogar sicher. Gatsman, bring die beiden zum Sprechen. Oh ja, mit dem allergrößten Vergnügen. Mega Man! Daddy! Komm bloß nicht näher, Mega Man! So, und jetzt mach, dass du Weltraum gewinnst. Sonst nehme ich dir deinen Rucksack weg und schieß die Kleine damit auf den Mond. Schon gut, Wily. Tun Sie ihr bitte nichts. Setzen Sie das Feld außer Kraft. Gatsman? Protoman? Du weißt ja, was du zu tun hast. Aber klar doch, wie immer. Und Sie dürfen mit uns kommen. Daddy! Alles in Ordnung, Tina? Ja, aber der Verrückte hat meinen Vater mitgenommen. Mach dir keine Sorgen, ich bringe ihn dir wieder zurück. Ach ja, Mega Man. Eines wollte ich dir noch sagen. Ich habe auf der Raumstation eine klitzekleine Bombe versteckt. Gerade groß genug, um euch in die Luft zu jagen. Dir bleibt noch ein Stündchen, also beeil dich, Blechkopf. Es ist alles meine Schuld. Wenn ich mich nicht an Bord des Raumschiffs geschlichen hätte, hätte Wily niemals die Linse stehlen können. Das ist doch jetzt vollkommen egal. Wir müssen versuchen, die Bombe zu finden. Hier, Mega Man an Bodenkontrolle. Ja, hier Bodenkontrolle. Dr. Light. Wily hat hier eine Bombe versteckt. Wenn wir sie nicht finden, fliegt die Raumstation in weniger als einer Stunde in die Luft. Aber wir haben hier keine Bombensuchgeräte. Oh, doch haben wir. Die Spürnase von Rush. Sie hat recht. Ich habe seine Nase so programmiert, dass er damit alles erschnüffeln kann. Aber wie sollen wir ihn so schnell zur Raumstation bringen? Wir haben noch eine Testrakete auf Abschussrampe 9. Es ist ein Risiko, aber sie kann es in weniger als einer Stunde schaffen. Ich gehe das Risiko ein. Komm schon, Rush. Halt dich fest, Rush. Jetzt gebe ich richtig Gas. Mondbasis gefechtsbereit machen. Ein feindliches Raumschiff nähert sich. Vorsicht, ihr Blechbüchsen, fahrt langsamer, es besteht Schlaglochgefahr. Das ist doch eine hübsche Käseglocke für euch, Käseköpfe. Basis im Griff, Dr. Wily. Ausgezeichnet. Dann ist der erste Teil meines Plans beinahe erledigt. Hol die Linse. Ist gut, Dr. Wily. Wenn die Linse erst eingesetzt ist, bin ich Herr über den stärksten Superlaser der Welt. Da ist sie auch nicht. Nur noch 3 Minuten, bis die Bombe hochgeht. Hoffentlich sind Roll und Rush bald hier. Wir sind gleich da, Rush. Rush? Warum hast du mir nicht gesagt, dass du weltraumkrank wirst? Roll, das wird auch Zeit. Was ist denn mit Rush los? Er ist weltraumkrank. Kein Problem.
Na, fabelhaft. Noch eine Minute und hier fliegt alles in die Luft und du rülpst. Na los, Rush, du kannst uns doch jetzt nicht hängen lassen. Los, such die Bombe, Rush. Oh nein, das schafft er nie. Jetzt sind wir erledigt. Toll, er hat's geschafft, glaube ich. Ja, das ist sie. Sie geht gleich hoch. Alles okay? Na klar, aber wir müssen sofort zum Mond. Gut, wir treffen uns dort. Der Superlaser ist bereit, Dr. Wily. Sehr gut. Dann werde ich jetzt meine Freunde bei den Vereinten Nationen anrufen. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Tut mir leid, wenn ich störe, aber um Ihnen klarzumachen, dass Sie das Geschick aller Nationen in meine Hände legen müssen, möchte ich Ihnen gerne vorführen, wozu mein Supersolarlaser in der Lage ist. Ich denke, ich spreche im Sinne aller Nationen, wenn ich Ihnen sage, dass sich hier keiner in Ihre Hände begeben wird, Dr. Wily. Ha, ganz wie Sie wollen. Passen Sie gut auf. Sie haben genau eine Stunde Zeit. Dann werde ich anfangen, mit meinem Superlaser Ihre Städte zu zerstören. Mega, Mega! Right back! Messages! We now return to Mega Man. Sie sind vollkommen machtlos. Sie haben keine andere Wahl, als sich in meine Hände zu begeben. Und ich hoffe für Sie, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Also was? Das ist ja schrecklich. Er kann den ganzen Planeten zerstören. Dr. Wily, ich habe Mega Man und ein fremdes Raumschiff auf dem Radarschirm gesehen. Sie können jeden Moment hier sein. Ach ja? Worauf wartest du noch? Beweg dich! Bereite Ihnen einen herzlichen Empfang. Mit Vergnügen. Sehen kannst, ist dein Mega Man nur noch ein Schrotthaufen. Lande jetzt ein Raumschiff und ich schieß dich ins All. Ja, ist gut. Ich werde landen. Los, lass uns die Mäuschen gefangen nehmen. Schnell, lauf weg, Tina. Ich gebe dir Deckung. Und was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Lauf! Hey, schau mal, die rennt davon. Gut, dann schnappen wir uns die andere. Ich sehe nichts mehr. Wirst du wohl aufhören? Hör schon auf, Schwester. Ich bin nicht deine Schwester. So kannst du keinen Unfug mehr anstellen, Schwester. Ups. Ich schätze, er hat recht. Soweit ich es beurteilen kann, ist Mega Man nicht mehr funktionsfähig. Diesmal ist es Dr. Wily offensichtlich gelungen, uns zu schlagen. Das lasse ich nicht zu. Irgendwie müssen wir ihn aufhalten. Was war das? Wir versuchen, unser Weltraumteleskop einzusetzen, um Mega Man zu sehen. Ein Weltraumteleskop? Das ist es. Jetzt weiß ich, wie wir Dr. Wily doch noch aufhalten können. Aber zuerst muss ich Mega Man wieder in Form bringen. Dr. Light, ich bin auf dem Mond. Wir brauchen Hilfe. Ja, aber lauf erst zu Mega Man. Wenn du bei ihm bist, musst du seine Rückwand öffnen und auf den Eigenreparaturknopf drücken. Dann soll er zum Mondbasis-Satellitenkommandozentrum gehen und sich bei mir melden. Ich sag ihm dann, was zu tun ist. Ich versuche es. Ach, wie
Vielen Dank. Ich hatte gerade einen fürchterlichen Albtraum. Wir müssen sofort ins Mondbasis-Kommandozentrum. Dr. Light weiß, wie wir Wily besiegen können. Ihr besiegt keinen mehr. Oh doch, und du bist der Erste. Ha! Ha? Hab ich dich. Von wegen, ich hab jetzt deine Power. Aus dir mache ich Alufolie. Das wirst du noch büßen, Mega Man. Und jetzt nichts wie ins Mondbasis-Kommandozentrum. Lauf nur, ich kann schon auf mich aufpassen. Tja, liebe Freunde, es tut mir sehr leid, aber Ihre Zeit ist abgelaufen. Soll ich mit der Zerstörung beginnen? Nein, wir haben uns entschieden. Wir übergeben Ihnen die Herrschaft über alle Nationen. Vergessen Sie es, Wily. Sie werden die Herrschaft über gar nichts bekommen. Dafür sorge ich höchstpersönlich. Was wollen Sie denn da, Dr. Light? Das werden Sie mir büßen, Sie alter Narr. Protoman, bringt den Superlaser in Stellung. Wir wollen eine hübsche Großstadt zerstören. Da ist Mega Man. Schnapp ihn dir! Er hat die Tür verrammelt. Mach sofort auf, Mega Man, oder mir brennt die Sicherung durch und ich beiß mich durch die Tür. Ich hab nicht viel Zeit. Ich bin jetzt im Satellitenkontrollraum, Doktor. Was soll ich tun? Du musst das Weltraumteleskop auf Wilys Laserstrahlsignal programmieren. Dann wird das Teleskop seinen Spiegel zum Mond drehen und den Laserstrahl direkt auf Wily zurückreflektieren. Wird gemacht. Ich hoffe, es klappt. Halt ihn auf! Der Laserstrahl wird direkt auf uns zurückreflektiert. Tja, das war wohl nichts, ihr blöden Blecheimer. Schnell weg, bevor wir über die Klinge springen. Mein Bulli qualmt. Hey, warte auf mich! Los, bring uns hier weg! Auf Wiedersehen und gute Fahrt. Schickt mir meine Postkarte. Daddy, es tut mir so leid. Ist ja schon wieder gut, mein Kind. Ohne eure Hilfe hätten wir Wily niemals besiegt. Und ohne deine Hilfe wären wir jetzt wohl Sternenstaub. War mir ein Vergnügen.